Hallöchen, ich habe heute ein Paket erhalten und das möchte ich gerne mit euch öffnen. Ich habe mir nämlich was bestellt, was ich schon sehr lange haben wollte. Allerdings ist es schon relativ alt und deswegen habe ich es häufig nicht gefunden. Und zwar sind das Mangas. Eine ganze Reihe von Mangas. Kodomo no Omosha heißt die Reihe. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Ich hoffe. Und ich habe die mir früher in der Bücherei ganz oft ausgeliehen. So von 13 bis 16 Jahren oder sowas habe ich mir die ständig ausgeliehen. Ich weiß nicht, wie oft ich die auf meiner Liste hatte. Und jetzt habe ich sie zufällig bei Medimops gefunden. Und habe jetzt endlich alle 10 Bände hier zu Hause. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Ich wollte euch das zeigen. Und es geht um Sana. Sana ist das Mädchen hier. Und sie verliebt sich in ihn. Und auch andersrum. Aber natürlich nicht von Anfang an. Es fängt so ein bisschen an, als sie Kinder sind und geht dann weiter bis ins Teenageralter mit ganz vielen Hindernissen und Problemen. Und ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr geliebt. Falls ihr Kodomo no Omosha kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr Mangas kennt, die vielleicht ähnlich sind, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, denn ich suche neue Mangas. Ich habe nicht so viele, weil viele mir einfach von der Story her nicht gefallen. Aber das hier kann ich sehr empfehlen. Falls ihr irgendwie drankommt, lest es.